Hallo meine Freunde, ich grüße euch zur neuesten Ausgabe von Mensch Meier, der Real Talk. Ja, die Ausgabe war nicht geplant, aber ich habe euch mal wieder eine kleine Geschichte zu erzählen, was mir gestern auf Facebook widerfahren ist. Ich habe es auch gestern auf Facebook schon angekündigt. Diese Situation, diese Szene gestern, das schreit wieder förmlich nach einem Mensch Meier, der Real Talk, denn ich weiß ja, ihr hört und schaut euch gern meine Geschichten an. Gestern war der Fall, dass ich meine Dexter DVD Komplettbox mal wieder zum Verkauf angeboten hatte, nachdem der letzte Verkäufer mir ja geschworen hat, sich eine Woche später zu melden und sie dann auch hundertprozentig zu nehmen und das natürlich nicht gemacht hat, ging es halt gestern wieder auf Facebook, die Box, und es hat sich ein Interessent gemeldet und wollte diese Box von mir kaufen. Nach dem üblichen Anfangs-Tralala, was man halt so hat, hat er dann auch wieder gefragt, ob noch was am Preis zu machen ist. Ich habe gesagt, nein, der Preis ist sehr gut. Bei eBay geht das teilweise für 20 bis 40 Euro mehr weg. Preis steht fest, plus 5,99 Euro für ein 5 Kilo DHL-Paket. Er hat mir dann angeboten, ja, ob ich PayPal Freunde nehmen würde, was ich natürlich annehme. Habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Hat er gesagt, gut, gib mir mal die Adresse, ich sende dir das Geld sofort. Ich habe gesagt, gut, alles klar, gib mir deine Adresse, ich mache das Paket fertig. Hat er mir die Adresse geschickt, ich habe schon hier DHL Online-Frankierung schon alles eingegeben. Jo, auf einmal schreibt er mir dann, ey, meine Frau hat gesagt, die möchte nur PayPal mit Gebühren machen, nicht mit Freunden. Und wie er mich kennt, ich mache kein PayPal mehr mit Gebühren, ich mache nur noch PayPal Freunde oder Überweisung. Hat er nicht verstanden und seine Frau ja auch nicht. Seine Frau hat überhaupt kein Vertrauen in mich und überhaupt in jemanden. Er würde es machen, aber seine Frau hat Nein gesagt. So viel schon mal Respekt dafür. Auch, dass ich meine Argumente, dass ich ja regelmäßig auf Facebook verkaufe, auf Facebook in diversen Gruppen auch bekannt bin und der auch noch mal einen YouTube-Kanal habe, über den ich ja auch sowas wie bekannt bin, hat die Meinung der Frau nicht geändert. Ich habe dann gesagt, gut, lass mir das Ganze, bringt ja nichts, tralala. Daraufhin kam dann wieder ein Post, warum und weshalb und die Frau und hier und da. Und schönen Sonntag noch. Den Chatverlauf werde ich anonym am Ende des Videos auch noch anhängen, damit alles der Wahrheit entspricht, was ich hier erzähle. Gut, damit war das Ganze für mich erledigt. Ich war natürlich angepisst, habe meine Online-Frankierung schon gedruckt gehabt, kannte das dann die Stornierung anfordern bei DHL. Das dauert jetzt auch wieder gefühlt eine Woche, bis ich die 5,99 gut geschrieben bekomme. Und habe den Typ dann geblockt, weil wer mir so blöd kommt, mir selbst PayPal Freunde anbieten, B, der Verkauf war eigentlich schon abgeschlossen, dann abzuspringen und C, für denjenigen, der den Überweisungen und PayPal Freunde nicht interessiert, brauche ich in Zukunft auch nicht, dass solche Leute meine Angebote sehen und mich auch dann mit Anfragen in Anführungszeichen belästigen, wenn sie letztendlich doch eine andere Zahlungsmöglichkeit nutzen möchten, als ich anbiete. Habe ich denjenigen geblockt. Bevor es jetzt weitergeht, kurz nochmal die Fakten. Ich persönlich biete nur Überweisung und PayPal-Freunde an. Ganz einfach, die große Käuferwelt möchte immer PayPal mit Gebühren, damit der liebe Käufer einen Schutz hat, was ich auf der einen Seite auch verstehe. Aber die wenigsten verstehen, dass wir Verkäufer überhaupt keinen Schutz haben. Wir sind PayPal ausgeliefert, auch mit versichertem Versand, mit Sendungsnummer sind wir PayPal ausgeliefert. Der Käufer muss einfach nur behaupten, dass der Artikel kaputt ist, sich stark unterscheidet, dass das Paket leer ist oder eröffnet einfach nach knapp 3 Monaten in PayPal voll, wo die meisten wahrscheinlich die Sendungsnummer schon längst weggeworfen haben, und dann hat man auch ein Problem. Und PayPal gibt dem Käufer meiner Meinung nach zu 95% recht. Das heißt, der Kunde hat den Artikel und ich als Verkäufer kriege dann noch den bezahlten Betrag abgezogen bei PayPal, muss den noch nachsenden, nachreichen sozusagen, weil mein PayPal-Konto minus ist und ich deswegen das nicht mehr nutzen kann. Und stehe dann als der Gelackaffte da, ohne Absicherung, ohne Versicherung, ohne alles. Das verstehen die meisten Käufer nicht. Jeder Käufer denkt nur an sich, an seinen Schutz. Das ist das gleiche wie mit der Porto-Geschichte. Die meisten Käufer möchten den billigsten Versand, den es gibt, möchten aber das Paket wie Fort Knox verpackt haben. Ihr wisst, was ich meine. So, also, ja, gut. Also, das Thema war für mich erledigt. Es gab noch ein paar Anfragen auf Facebook dann zu der Box
Und auf einmal schreibt mir ein User, hey Robert, über dich gibt es gerade einen Riesenthread in der Gruppe, schon über 70 Kommentare, was ist da los? Ich dachte so, wie, was, wo, was für ein Thread? Zeig mal her. Und dann hat dieser Typ, den ich mittlerweile geblockt habe, und deswegen habe ich den Post, den Thread auch nicht gesehen in der Gruppe, hat der einen Post aufgemacht auf Facebook in einer Verkaufsgruppe. Schreibt er so nach dem Motto, ich habe es ja irgendwo eingeblendet, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie es wortwörtlich gelautet hat. Robert Meyer, warum blockst du mich? Meine Frau hat mir jetzt erlaubt, mit PayPal Freunde zu zahlen. Tralala. Ich klicke den Thread an und traue erstmal meinen Augen nicht. Da heult der Typ rum, warum ich ihn geblockt hätte. Einfach so, ohne Grund, würde ich ihn blocken. Er hätte jetzt seine Frau überredet, möchte jetzt doch mit PayPal Freunde zahlen. Dann haben so Leute Fragen gestellt, wieso und weshalb. Er sagt, ja, ich wollte nur mit PayPal Gebühren zahlen, der blockt mich deswegen einfach und tralala. Dann kam auch wieder so dieses Standard-Facebook-User, ja, wer nicht mit PayPal Gebühren zahlen lassen möchte, dem würde ich nicht vertrauen, das ist bestimmt, der will ich bestimmt abzocken und tralala. Was ich toll fand, war einige User, die geschrieben haben, hey, mit dem Robert ist alles super, der hat einen guten Ruf beim Verkaufen, dem würde ich blind vertrauen. Also hier auch schon mal ein großes Dankeschön, falls irgendeiner von euch das sieht. Fand ich echt spitze. Aber auch so diese Standardkommentare, ja, wenn der dich blockt, total vertrauensunwürdig, dem würde ich nicht vertrauen, alles richtig gemacht hier und da. So, dann habe ich dem mal eine Antwort geschrieben. Vorab gesagt, ich kann das leider nicht alles screenshotten, weil der Typ irgendwann den Thread gelöscht hat, dazu gleich mehr. Ich habe ihm dann erstmal geschrieben, was ich euch eben gesagt habe, so und so ist es abgelaufen. Wir hatten praktisch einen mündlichen Kaufvertrag schon abgeschlossen, es war alles fertig und du sagst auf einmal ab und willst die Zahlungsmöglichkeit ändern. So, ich sage, du hast das Gespräch beendet, du hast mir einen schönen Sonntag gewünscht, damit war das Thema für mich erledigt. Ich kann blocken, wen ich will und aus dem Grund habe ich dich geblockt. Fertig. Und dann ging's los. Ah ja, und so, und deshalb, und wieso, und tralala, und wie ich mit Kunden umspringen würde. Wenn ich so mit Kunden umspringen würde im realen Leben, da wäre ich meinen Job schon los. Und tralala. Dann habe ich erstmal klargestellt, ey Junge, du bist kein Kunde von mir, du bist ein Sammler, du bist ein Interessent, du möchtest einen gebrauchten Artikel von mir kaufen, privat. So, ich sag mir, ist völlig egal, wer meine Sachen kauft. Wenn du es nicht kaufst, kauft es ein anderer. Wenn es ein anderer nicht kauft, dann warte ich auch mal einen Monat, bis jemand es kaufen möchte. Ich bin nicht unter Verkaufszwang. Und ich bin auch nicht abhängig von Leuten, ob die meine Sachen kaufen oder nicht. Sag ich, und dann, so und so sah es aus. Und sag ich, und deswegen bist du geblockt. Und nein, und ich bin ja nicht vom Kaufvertrag zurückgedreht. Ich wollte das ja noch kaufen. Sag ich, du hast doch das Gespräch beendet. Du hast mir doch einen schönen Sonntag gewünscht. Das Thema war doch erledigt. So. Nein, das stimmt ja alles nicht und so, habe ich gesagt, ich soll ich mal Screenshots hier posten, habe ich gesagt, sei froh, dass man das nicht einfach so posten darf und sonst würde ich das hier mal reinposten, damit alle sehen, was überhaupt Sache war. Ah, du hast meine Erlaubnis, post es doch und außerdem darf man ja posten, wenn man Namen geschwärzt hat und hier und da, poste doch, was du möchtest. Sage ich, ja gut, ich kann es posten, wenn du willst. Er sagt, ja, poste mal, dann sieht jeder, was du abgezogen hast und ich wollte es gerade posten. Ich wollte es gerade posten und dann hat er den Thread, den Post gelöscht, sodass es niemand mehr sehen konnte, was er wirklich geschrieben hat. Das, was ihr am Ende des Videos dann gleich sehen werdet, ohne Namen, versteht sich. Und Adresse und so werde ich entweder schwärzen oder ich lasse den Post mit der Adresse komplett weg. Aber nur, dass ihr mal so seht, was da geschrieben wurde. Und das fand ich wieder den absoluten Knaller. Und ich weiß, der ein oder andere mag jetzt denken, ey, warum macht der jetzt schon wieder ein Video über sowas? Ja, weil es euch interessiert, die meisten Leute interessiert es halt, solche Geschichten. Und ich möchte auch gerne solchen verrückten Geschichten mit euch teilen. Und wen es nicht interessiert, der muss die Videos ja nicht schauen, ganz einfach. Ebenso wie jemand nicht meine Artikel kaufen muss, wenn ihm die Zahlungsmöglichkeit nicht passt. Deswegen, gut, ich muss zugeben, bei der Dexterbox hatte ich vergessen dazu zu schreiben, was für Zahlungsmöglichkeiten ich nehme. Aber die Leute, die mich kennen, wissen, Überweisung oder PayPal-Freunde. Das ist ja auch so ein Punkt. Wer absolut kein Vertrauen hat bei Verkäufen, gut, dann würde ich schon mal überhaupt nichts von Privatleuten übers Internet kaufen. Dann würde ich eBay nutzen und selbst da kannst du abgezockt werden. Außer du nimmst nur die eBay-Verkäufer, die PayPal anbieten. Aber bei diesen Privatverkäufen, da muss man doch seinem Gegenüber vertrauen. Ja, jeder wurde irgendwie schon mal abgezockt. Ich wurde auch schon abgezockt, sonst wäre ich nicht so misstrauisch. Na, aber man muss doch so ein bisschen Grundvertrauen rüberbringen. Und wenn man das nicht hat, Leute, dann nehmt halt Überweisung. Wenn ihr dann abgezockt werdet und ihr Anzeige erstattet oder sonst was, in so einem Fall, meines Wissens nach, kann man das begründet zurückbuchen lassen per Überweisung. Na, PayPal-Freunde, ja, PayPal-Freunde ist
die unsicherste Art und Weise. Habe ich vollstes Verständnis. Aber gerade die Leute, die schnell ihr Zeug haben müssen, ihr wisst ja, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Woche denke, ich werde kaum Zeit haben, irgendwas zu machen diese Woche. Beruflich möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich werde kaum Zeit haben. Gestern der zweite Interessent, Bub, PayPal-Freund, ja klar, alles kein Problem, gezahlt. Super, ich habe dem sein Paket fertig gemacht. Und eine halbe Stunde später war es in der Packstation und wenn er Glück hat, hat er es morgen vielleicht schon. Ich denke mal, heute wurde es geleert und dann hat er es morgen vielleicht schon. Ruckzuck, fertig die Geschichte. Und ich weiß nicht, was so ein Quatsch soll. Und ja, den Typ, den habe ich direkt wieder auf die Blockliste gesetzt. Weil so einen Schwachsinn muss ich mir nicht geben. Na, ich habe dann geschrieben, gut, er sollte dann vielleicht mal in Zukunft seine Frau erstmal fragen, bevor er solche mündlichen, schriftlichen Kaufverträge abschließt. Unglaublich. Ich habe ja schon oft mitbekommen, dass irgendwelche Hampelmänner auf Facebook irgendeinen Post veröffentlicht haben, wie, ey, ich warte jetzt seit 3 Tagen auf mein Paket, will der mich abzocken oder so. Das ist ja auch immer sowas. Jeder denkt, man wäre Amazon. Wir sind Privatpersonen. Gerade bei den Leuten, die Überweisung zahlen. Da dauert es erstmal 1-2 Tage, je nachdem, sage ich mal. So, man rennt auch nicht. Man kann nicht jeden Tag auf die Bank rennen. Manchmal hat man auch keinen Bock, jeden Tag auf die Bank zu rennen, um zu gucken, ob endlich die Zahlung da ist. Deswegen benutze ich PayPal-Freunde eigentlich, weil da habe ich die Kohle direkt, kann direkt das Zeug fertig machen. Da fängt es schon an. Wenn du dann schon am ersten oder zweiten Tag gefragt wirst, ey, wann ist mein Paket endlich da? Leute, wir haben auch meistens Arbeit. Wir sind auch meistens berufstätig. Wir sitzen nicht den ganzen Tag daheim rum, warten, bis irgendeiner was kauft, um das dann ganz schnell fertig zu machen und zur Post zu bringen. Das geht so nicht. Ne? Viele arbeiten innerhalb der Postöffnungszeiten und können deswegen auch zum Beispiel nur an irgendeinem freien Tag das hinbringen oder jetzt in meinem Fall zum Beispiel nach der Arbeit irgendwann mal oder vor der Arbeit schnell zur Packstation bringen. Ja? Thema Verpacken hatte ich auch schon angesprochen. Am besten Versand inklusive. Ne? Die wollen ja eh alle handeln, dann hast du am besten noch Versand inklusive. Wird sich dann auch beschwert, wenn du unversichert verschickst. Oder sie wollen, schick's als 2,60 Euro. Irgendein Steelbook, Mediabook, wollen, dass es heil ankommt, dass es sicher ankommt, dass nichts passiert, wollen aber am besten 1,45 oder 2,60 Euro zahlen im Luftpolsterumschlag oder so, keine Ahnung. Deswegen klinge ich da auch ganz krass mittlerweile. 4,99 DHL-Paket. Wer das nicht zahlen möchte, der soll nicht bei mir kaufen oder ich hätte es gern schriftlich, dass er auf 2 Euro, was kostet jetzt mittlerweile, 2,60 Euro, sagen wir mal, Luftpolsterumschlagversand besteht. Wenn es dann kaputt ist, ist nicht mein Problem. Weil ich möchte gerne als DHL-Paket verschicken, dann kann ich es wenigstens in Luftpolsterfolie einpacken, je nachdem, was es ist. Und nicht diesen Scheiß mit diesen Umschlägen, wo jeder Stempel drauf geknallt wird. Dann ist doch klar, dass dann irgendwas kaputt ist. Ja, und das war meine Geschichte heute. Ein bisschen aufgeregt, ja, aber ich denke mal, euch wird es wieder unterhalten haben und ihr habt bestimmt eine ähnliche Geschichte schon erlebt, auf Facebook oder privat. Und die schreibt ihr mir mal bitte unten in die Kommentare rein. Ich verabschiede mich von euch, aber jetzt gibt es noch ein paar Screenshots am Ende des Videos. Und mit diesen Screenshots verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao.